Ich werde schon demonstrativ vor ihn gestellt. Machen wir also mal gleich E. Jo, willst du dem Magier zuschauen? Das Zusehen, während ich mein Ding mache. Willst Magie? Dann schau mal besser mir bei der Arbeit zu. Ho, ho! Da haben wir doch schon alles. Ich war immer eher der Lando-Typ. Und erst... Bist du ein... Nein, danke. Hatten wir doch schon alles. Markus, diese New Dawn-Penner haben unser Rekrutierungsvideo gekillt. Ist das zu glauben? Oh, auf jeden Fall. Jimmy Siskas greatest shit? Ach, wirklich schade. Und was wollen wir jetzt machen? Schau beim Hackerspace vorbei, wenn du Zeit hast. Dann entscheiden wir, wie wir es ihnen heimzahlen. Okay. Ich glaube, die hat gerade per Funk mit uns gesprochen, obwohl wir dringend hier stehen. New Dawn will also mit uns in den Ring steigen. Unser Rekrutierungsvideo wurde von allen großen Social-Media-Seiten gelöscht und sie wollen alle Hoster verklagen. Das wird uns eine Menge Follower kosten. Copyright-Gesetze. Nervtötend. Das ist schlimmer als nervtötend. Das ist eine Kriegserklärung. Ich lass mich nicht zensieren. Hey, New Dawn ist ein Scheißbetrug. Reiche Säcke verbrennen ihre Kohle in so einem elitären Gruppenwegsclub. Vielleicht ganz gut für uns. Keiner wird sich auf ihre Seite stellen, außer die sind dort schon Mitglied. Und diese Fake-Kirche kriegt das Fisting ihres Lebens. Was heißt Fisting? Wenn der Dame so von der Hand kriegt, Josh. Oh. Sie wollen nicht, dass wir Material von ihrer Promi-Hure Jimmy Siska zeigen. Also starten wir mit ihm. Er ist der bekannteste Sprecher, den Aber sie haben. Aber das ist Jimmy Siska. Ich meine... Als ich klein war, hatte ich die Siska-Brille, den aufgestellten Kragen. Ich kannte jede Zeile aus Open Woods. Alter, ich auch. Ich hab sogar die Lunchbox. Cool. Original verpackt. Cool. Bitte nicht Siska, okay? Irgendjemand, aber nicht eher. Es muss auch anders gehen, oder? Ich weiß nicht mehr. Er ist in der Stadt und dreht Cyberdriver. Ich finde diese Maske cool. Können wir mit ihm reden und seine Beziehung zu New Dawn demolieren. Und er kann sich wieder weniger arschig aufführen. Dann kann ich wieder meine Siska-Shirts tragen, ohne der Arsch zu sein. Moment mal, die Hand auf Besuch beim Darm. Das heißt doch, man steckt seine Faust in den... Oh. Okay, okay, wir bleiben bei Siska. New Dawn sammelt schmutzige Wäsche über ihre Promi-Lockvögel, ja? Wir checken das hiesige Center. Wir müssen nur reinkommen und seine Akte ausgraben. Sind alle dabei? Ja. Ich treibe den Stamm zusammen und treffe euch da. Lass das Fisting beginnen. Hey, ihr habt ihn gehört. Fisting. Okay, ja, ein bisschen... Lange haben Kriminelle Schwache und Verletzte unter dem Deckmantel der Religion zum Opfer gemacht. Die Kirche namens New Dawn ist Betrug. Der Rang in der Kirche hängt vom finanziellen Beitrag ab. Loyalität wird erkauft durch Erpressung und Angst. Sie halten sich für unantastbar. Das wird sich ändern. DedSec enthüllt die Geheimnisse und wahren Absichten von New Dawn. Ihr könnt helfen. Maskiert euch und protestiert vor eurem Rekrutierungscenter. Sagt den Anführern online, was ihr von ihnen haltet. Schicken wir ihnen gemeinsam eine Botschaft. Es reicht. DedSec zeigt euch die Wahrheit. Tut, was ihr wollt. Okay. Haupt, Leben. Das ist Rennen? Ja, das ist Rennen. Was ist das hier? Was sieht man? Das ist Wunderlegation, Verbrecherjagd. Kommt Sweet Home. Wir machen mal nur mal noch Home Sweet Home. Machen wir mal. Kann ich da schnell hin? Mal schnell gucken. Hier auf Karte zeigen gleich. Wo steht's? Da, nee, doch nicht.
Okay. Dann halt manuell raus. Wir haben auch jede Menge Punkte, die wir vergeben können, ne? Na, schauen wir nochmal machen hier. Hey Marcus, ich muss dir unbedingt was zeigen. Ist das was Schönes? Die Chancen stehen 30 zu 1 dagegen. Dann sollte ich es schnell hinter mich bringen. Bin gleich da. Okay. Wo kommt denn noch Forschung, ne? Forschungspunkte? Null Forschungspunkte? Ich dachte, wir haben hier... Achso. Eat. Ich dachte, wir haben schon was hinzugekriegt. Ich dachte, wir haben doch hier so eine Totenköpfe. Dachte ich, wäre die nächsten jetzt gewesen. Aber okay. Wo ist denn überhaupt die Garage? Ah, da hinten. Okay, kann ich da... schnell hin? Ne, kann ich nicht. Na gut. Dann nehme ich mal diesen tollen Roller. Und pace mal hin. Marcus, wir gewinnen immer mehr Follower. Das wird eine Reaktion von Grün geben. Unglaublich, dass die Leute die so mächtig werden lassen. Der ganze Science-Fiction-Kram, den wir als Kinder gelesen haben, Big Brother, Gedankenkontrolle, Pre-Crime, das gibt es doch jetzt alles. Dank Bloom und ihrem CTOS. Diese Autoren sahen es vor Jahrzehnten voraus, doch niemand hörte auf sie. Alle lassen sie sich von diesen netten Unternehmensplattitüden und der makellosen Markenbildung blenden und erkennen das Ganze nicht als sozialen Trojaner. Es hilft auch nicht, dass CTOS die von ihnen versprochenen Funktionen erfüllt. Wir stellen uns gegen ein System, das den Menschen oberflächlich hilft, sie aber instrumentalisiert. Da kann man uns leicht als die Bösen darstellen. Eine Frage an dich. Wie viel Zugriff hat DedSec auf CTOS? In anderen Städten, als es noch CTOS 1.0 war, hatten wir viel. Aber leider waren wir zu sorglos. Wir haben den Zeitpunkt für eine große Aktion verpasst. Und 2.0, wir gehen als erste Gruppe dagegen vor. Daher hinken wir noch hinterher. Dieses Mal haben sie uns erwartet. Beim Gedanken, dass in irgendeinem Büro von Bloom auf einem Whiteboard DedSec steht, wird mir ganz anders. Wir machen weiter, dann benutzen die nächstes Mal vielleicht den roten Stift. Ja. Gut. So, Garage. Hier. Sag an. Meister wieder bei der Arbeit oder so. Eventuell. Yo, Ranch. Yo, M. Scheiße, Mann. Ich hoffe, du hast die Quittung noch. Hey, yo. Sieh dir den Flachwichser an. Erzählen Sie uns von Home 2.0. Home-Systeme sind absolut sicher. Die Privatsphäre ist optimal geschützt. Kühne Worte, Steven. Könnten Hackergruppen das nicht als Herausforderung sehen? Ja, sprechen Sie es ausführlich. That's sick. Falls die was gegen uns vorhaben, sollen Sie es gern versuchen. Home 2.0 ist ein neues mit Sam. Yo, hat er uns beim Namen genannt? Yep. Er hält uns wohl für Amateure. Dem zeigen wir. Deshalb versuche ich ja 2.0 zu knacken. Es gibt nur ein winzig kleines Problem. Was? Hier, halt mal. Und geh zurück. So. Der Chip ist ein bisschen schwer auszubauen. Aber es bringt nichts, die Hardware der letzten Version zu verwenden, um das neue OS zu hacken. Wieso? Die haben die Ports geändert. Frei nach dem Kapitalistengesetz für geplante Obsoleszenz. Aber zum Glück hat mir ein Vögelchen gezwitschert, gibt's bei 2.0 einen farmfrischen Zero Day. Oh, so eine Schande aber auch. Jawohl. Deshalb wirst du, mein Freund, mir eine hübsche 2.0 Vorbestellerlieferung hijacken, bevor so ein dämlicher Whitehead Home verrät, wie sie uns Arsch ficken können. Du hast eine schräge Beziehung zur Technologie, das ist dir schon klar. Was meinte ich so? Ja, und eine leicht anale Fixierung hat er auch. Von den Fisten und so. Darm trifft Hand. Und so. Aber das nur am Rande. So,
Hallo Polizei, wie geht's? Tja, was jetzt? Achso, jetzt muss ich wahrscheinlich noch auswählen, ne? Am Wegpunkt setzen und, nee, das ist schon. Gerade anzeigen. Am Arsch der Heide. Schnellreise. Okay. Nee, ich will hinfahren. Nee, ich brauche ein Auto. Ich habe gelernt, ich drücke O. Und dann kriege ich Muscle Car. Oh, Muscle Car. Ach cool, ich kann das Deadsec Auto jetzt kriegen. Ja, auf jeden Fall. Bestellen, her damit. Boink, da ist er auch schon. Nehme ich. Warum ist der da rot markiert? Fahren wir zum Ziel und knacken uns ein Haus, oder wie das heißt. Home sweet home. Falls da Interesse besteht, ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie bei euch so Haussteuerung und sowas ankommt. Beispielsweise, ob ihr sowas schon benutzt. Ich persönlich benutze sowas am Rande, weil das Haus natürlich medial vernetzt. Und ich könnte, ich sag mal, über mein Handy meine Rollos hoch und runter und mein Fernseher an und aus und Steckdosen kann ich auch ein bisschen fernbedienen und all sowas, aber richtig Haussteuerung. Yo, Retro! Hier ist so ein Primate-Arsch, der durch die Stadt heizt. Shit! Unternehmen die Cops irgendwas? Sie versuchen's. Zeig ihnen doch mal, wie man das macht. Nee, habe ich jetzt irgendwie keine Lust zu. Ja, jedenfalls, falls mal Interesse besteht, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr so an Haussteuerung macht, benutzt, wo da Interesse da ist. Würde mich mal interessieren. Okay, ich bin beim Home-Verteilerzentrum. Super, also sieh dich mal nach einem Computer um. Einer dieser alten Kisten. Home speichert die Terminpläne mit Nummernschild, Zielort, Kombination, wie eine Art schwachsinniger Halbanalphabet. Weiß schon, wer der ein Unternehmen wäre. Gut zu wissen. Mal sehen, was ich tun kann. Schauen wir mal. Da ist ein Fenster offen. Kommt man da schon hoch irgendwie? So komme ich da nicht hoch. Gegenschieben kann ich das auch nicht. Dann machen wir mal hier die App an. Da muss ich auf jeden Fall irgendwie rein. So, ist da jemand drin? Nö. Anders.
kürzlich bekannt gewordenen vertraulichen E-Mails haben unerwartete Konsequenzen für HMB Studios. Die Dokumente legen eine anhaltende, umstrittene Zusammenarbeit mit Galilei offen, dem Entwickler des teuren Hightech-Autos aus dem neuesten Blockbuster des Studios, Cyberdriver. Die E-Mails belegen, dass ein Studioboss den Wagen als nutzlose Gurke bezeichnet und mit rechtlichen Schritten gegen den Raumfahrtkonzern gedroht hat. Allerdings gab es auch gute Nachrichten für HMP Studios. Seit dem Hackerangriff ist der Film in aller Munde. So ist Cyberdriver der Überraschungshit des Jahres. Laut Polizei hat das Studio die Hackergruppe bisher nicht angezeigt. Wir bleiben dran. Ja, komm doch her. Er lässt sich auch von nichts beirren hier. Na komm, jetzt läufst du aber durch da. Und dann bist du. Nicht? Komm nur mal her.